Vielen Dank, Frau Solbeck. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Damen und Herren. Ja, Sie haben es teilweise in diesem Film schon sehen und hören können. In den letzten 10 Jahren ist die internationale Akquise von Pflegenden sprunghaft angestiegen. Während Anfang 2010 Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Pflege aus dem europäischen Raum, für sich gewinnen konnten, wechselte aus unterschiedlichen Gründen der Fokus auf die Gewinnung von Pflegenden aus Drittstaaten. Damit stieg nicht nur der Aufwand und die Komplexität für die Berufsanerkennung und Zulassung, sondern auch der Aufwand die Anstrengung für die Einreisemobilität. Für einen Großteil selbstanwerbender Gesundheitseinrichtungen war bzw. ist dieser Prozess allein nicht mehr handelbar. Sie haben Leistungserbringung an Dritte vergeben. So kam es, dass immer mehr Personalvermittlungsagenturen diesen lukrativen Markt für sich entdeckten. Dabei gibt es Dienstleister, welche mit viel Engagement und fachlicher Expertise den Anwerbungsprozess hervorragend steuern und über die Jahre ein wichtiger Partner für die jeweiligen Einrichtungen geworden sind. Leider gibt es zunehmend auch diejenigen, welche sich nicht an faire und ethisch vertretbare Vermittlungsprozesse halten. Dies äußert sich beispielsweise darin, dass Reisepässe von Kandidaten einbehalten werden, Pflegender vor oder während des Vermittlungsprozesses Tausende von Euro selbst tragen müssen oder nach der Einreise nach Deutschland keine Unterstützung mehr erhalten bei der Sprachförderung oder bei der Berufsanerkennung und sie nach Ablauf ihres Visums wieder ins Heimatland zurückreisen müssen. Mit Einführung des neuen Gütesiegels wollen wir insbesondere für die internationalen Pflegenden eine transparente und faire Situation im Anwerbungsprozess schaffen und ihm damit die Sicherheit geben, die sie benötigen, um sich in Deutschland eine neue berufliche Zukunft aufbauen zu können. Gleichzeitig geben wir den Gesundheitseinrichtungen, welche nicht selbst anwerbend tätig sind, die Möglichkeit, sich im konkurrierenden Markt zu orientieren, um eine verlässliche Personalvermittlungsagentur zu finden. Ich bin mir sicher, mit dem neuen Gütesiegel können wir den Pflegenden und Arbeitgebern wieder eine gewisse Sicherheit zurückgeben, welche teilweise durch den schnell wachsenden Markt verloren gegangen ist. Damit leisten wir als gute Gemeinschaft einen entscheidenden Beitrag, dass Deutschland für Pflegende ein attraktives Einwanderungsland wird und bleibt. Wenn ich noch einen persönlichen Wunsch äußern darf, die internationale Fachkräftegewinnung darf nicht mit der Einreise nach Deutschland aufhören. Internationale Anwerbung muss als Gesamtkonzept betrachtet werden. Wir tragen Verantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter, der sein Heimatland verlässt, um sich bei uns ein neues berufliches Leben aufzubauen und damit unterstützt, unsere Patienten in Deutschland zu versorgen. Das heißt nicht nur eine faire und transparente Personalgewinnung, sondern auch die Unterstützung bei der Teamintegration und die berufliche Weiterentwicklung müssen sichergestellt werden. Dabei ist die Berücksichtigung der Gesamtsituation der jeweiligen internationalen Pflegekraft unerlässlich, um eine langfristige Bindung an das Unternehmen und damit ein Verbleib in Deutschland sicherzustellen. Und an der Stelle verlasse ich einmal meine Rolle als stellvertretende Vorsitzende und möchte mich als stellvertretende Pflegedirektorin ganz herzlich bei meinem Team bedanken für die letzten Jahre, für die Anstrengungen, denn es ist eine Teamleistung, die wir hier gebracht haben und ich freue mich natürlich, dass wir als Charité selbst mit Siegelträgern sind. Vielen Dank.